Willkommen zurück. Schön, dass du wieder dabei bist bei Teil Nummer 29 meiner Megaserie über Musikproduktion. In diesem tatsächlich vorletzten Teil meiner Serie zeige ich dir, wie du deinen Mix auf Mono-Kompatibilität checken kannst. Und ich gebe dir einen Bonustipp, indem ich dir eine Technik zeige, wie du den letzten Dynamikschliff für deine Lead-Vocals hinbekommst. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Video ganz anschauen lohnt sich auf jeden Fall. Und wir schauen jetzt erstmal nach der Mono-Kompatibilität. Mono-Kompatibilität bedeutet, dass du deinen Mix auf einer Mono-Quelle, zum Beispiel auf einem Küchenradio, abspielen kannst, während die tonale Balance oder Gesamtbalance deines Mixes erhalten bleibt. Nehmen wir mal an, du hast viele gedoppelte Gitarren oder du hast viel mit Chorus gearbeitet oder du hast viele Elemente sehr, sehr weit nach links und rechts im Stereofeld gezogen, dann kann es passieren, dass diese oder einzelne Kanäle davon out of phase sind. Das bedeutet, dass sie sich im Mono-Modus oder wenn du sie Mono anhörst, dass sie sich gegenseitig auslöschen oder zumindest viel leiser erscheinen. Und das ist natürlich schlecht. Du möchtest ja nicht, dass dein Mix nur auf Kopfhörern oder im Auto gut klingt, sondern du möchtest, dass dein Mix überall gut klingt, also auch auf dem Küchenradio. Und deswegen solltest du unbedingt den Mono-Check machen. Okay, ich habe jetzt hier zwei Logic-interne Plugins reingeladen. Sowas Ähnliches hat jede DAW. Einmal ist das Gain. Und zwar einfach nur, weil ich hier in Mono schalten kann, falls du kein anderes Plugin hast von einem Drittanbieter. Ja, der hat hier einen Mono-Schalter, kann ich den ganzen Mix Mono schalten. Das habe ich hier in den Master Fader reingeladen. Und hier hinten habe ich einen Correlation Meter reingeladen. Wenn dein Mix in Phase ist, wenn ich jetzt in Stereo abhöre, dann sollte sich der Correlation Meter hier zwischen 0 und plus 1 hin und her bewegen. Dann ist alles in Ordnung. Wenn er in den negativen Bereich rutscht, dann stimmt irgendwas nicht, dann habe ich einen Fehler gemacht beim Abmischen beziehungsweise zu weit gepannt, zu viel Chorus oder wie auch immer. Okay, wir probieren das mal. Ich gehe mal im Vers rein und spiele dann einfach verschiedene Teile an und schalte dann immer mal wieder nach Mono. Grüner Bereich, ne? But this disconnect is fatal. I'm a foreigner gone astray. Okay, also der Correlation Meter war hier zufrieden. Das heißt, er ist nicht in den negativen Bereich gerutscht und ich habe jetzt auch keine. Ich habe jetzt nicht gehört, dass irgendein Instrument oder eine Instrumentengruppe komplett in sich zusammenfällt oder sogar der ganze Mix, wenn ich auf Mono schalte. Insofern Mono-Check erstmal hier bestanden. Das können wir wieder rausmachen. Und jetzt kommen wir zu einer Technik, mit der ich meinen Vocals den letzten dynamischen Schliff verleihe. Und das habe ich mal bei einem anderen Mischer gesehen. Das ist das sogenannte Vocal Riding. Das heißt, wir reiten die Vocals. Ja. Nicht falsch verstehen jetzt, es geht hier rein um Dynamik, es geht rein ums Mixing. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich hier in Live-Automation in die Vocalspur reingehe und dann leise Stellen lauter ziehe und laute Stellen leiser ziehe. Ja, ich hatte ja gestern gesagt in diesem Teil, dass ich beim Interlude, dass ich sie da noch ein bisschen lauter haben möchte. Das mache ich jetzt alles direkt und per Live-Automation. Das heißt, ich gehe einfach in den Touch-Modus, das ist ein Automationsmodus in Logic, das spielt jetzt hier, tut jetzt hier nichts zur Sache. Ich muss jetzt hier nur einfach Play drücken und dann kann ich direkt die Automation einzeichnen, die ich jetzt in diesem Fall für die Vocals möchte. Ja? Das heißt, ich versuche leise Stellen lauter zu machen und lautere Stellen vielleicht ein bisschen runterzufahren. Ich versuche einfach dynamisch mitzugehen mit dem Mix, mit ihrer Vocals-Performance. Also legen wir direkt los, ich mache die Automationsaussicht an, dann kannst du direkt zuschauen. But my arms are just not strong enough. Hold what I don't understand. If I knew you like you know me. I had ever really known you. I'll settle with the southern land just happenstance. Never really known you.
Okay, ich gehe wieder in den Read-Modus und was du jetzt gesehen hast, ist, ich habe ein bisschen zusammengeschnitten, dass es nicht zu langweilig wird hier. Ich habe hier zum Beispiel, wenn sie hier leiser wird, manche Worte verschwinden da so ein bisschen, habe ich hier die Endings immer so ein bisschen lauter gedreht. Dann ist sie hier bei den Chorus-Teilen immer dieser letzte, das letzte, was sie singt oder sagt, ja, singt, ist immer auch ein bisschen leise, das habe ich hochgezogen. So dass praktisch der Effekt entsteht, dass sie mitgeht oder dass sie vielleicht ein bisschen näher zu dir hintritt. Das ist so ein bisschen wie arbeiten wie so ein Regisseur. Also versuchst du auch nochmal bildlich hinzustellen, was macht sie jetzt? Und in dem Moment kommt sie vielleicht ein bisschen näher zu dir hin, um dir es genauer zu sagen nochmal. Das gelingt natürlich nur, wenn deine Vocal Performance, wenn deine Vocal Produktion bis hierher richtig gut ist. Und wenn du damit noch Probleme hast, insgesamt, wenn du Probleme hast, den Equalizer für deine Vocals einzustellen, das haben nämlich viele oder die meisten, würde ich sagen, dann empfehle ich dir mein PDF Vocal EQ. Da zeige ich dir, wie du in 5 Schritten den EQ für deine Vocals perfekt einstellen kannst, wie du gute Ausgangspunkte hast, gute Startpunkte, um deinen Vocal EQ perfekt einzustellen. PDF Vocal EQ unten im ersten Kommentar angepinnt, unbedingt runterladen, hat schon viel weitergeholfen. Naja, jetzt natürlich die Frage an dich. Checkst du deinen Mix auf Mono-Kompatibilität oder hast du auch schon mal diese Horror-Erfahrung gemacht, dass alles geil geklungen hat im Studio? Du machst deinen Mix ins Küchenradio und alles fällt in sich zusammen. Das würde mich interessieren. Und natürlich auch, was hältst du von diesem Vocal-Riding? Ist das spannend für dich oder findest du das irgendwie komisch und würdest das nie machen? Schreib mir das bitte mal gerne unten in die Kommentare. Und morgen kommen wir dann tatsächlich zum vorletzten Teil, in dem wir nochmal im Stereo Out, im Master Fader versuchen, ein paar Kniffe anzuwenden, um unseren Mix noch ein bisschen mehr an den Industriestandard anzupassen. Das wird auf jeden Fall spannend. Ich würde mich riesig freuen, wenn du wieder dabei bist morgen. Viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis dann.